Hallo zusammen. Heute ist das Thema das Chassis. Das Chassis hat eine lange Geschichte. Als ich ursprünglich angefangen habe mit Fahrzeugen, habe ich mir zuerst einen Gedanken machen, mache ich Kunststoffchassis mit verstärkter Glasfaser? Mein erstes Fahrzeug hatte so ein Kunststoffchassis, eine selbsttragende Karosserie. Ich wollte ja leichte Fahrzeuge bauen. Als nächstes habe ich dann mit Aluminium experimentiert. Aber Aluminiumchassis haben den Nachteil, erstens konnte ich das erste selber nicht schweissen, weil Aluminium schweissen konnte ich einfach wirklich nicht können. Und zweitens ist Aluminium ganz schwierig. Wenn ich das immer und immer wieder beanspruche, dann wird es, je länger dass ich das mache, je weicher. Also das erste Fahrzeug, das ich gebaut habe, musste ich dann x-mal nachbessern oder verstärken. Das war das Golffahrzeug von meinem Schwiegervater. Und am Schluss war es dann gleich schwer wie ein Stahlchassis. Stahlchassis haben den grossen Vorteil, sie sind viel, viel einfacher zum Schweissen. Und wenn es einmal ein Deutschli gibt, wenn einmal irgendetwas nicht ganz gut ist, dann kann ich es viel, viel einfacher wieder richten. Und ja, sie haben dafür ein paar Kilo mehr als Kunststoffchassis oder Alu-Chassis. Aber überwiegend tut für uns, dass es einfach zu produzieren sind, einfach zu reparieren sind und dass es vor allem robust ist.